Wir berichten ja oft über die Probleme in der Welt. Aber es gibt eben auch Lösungen. In unserem heutigen MIMA-Reporter zeigen wir Ihnen, was man mit den Unmengen leerer Plastikflaschen Sinnvolles machen kann, nämlich ein Haus bauen. So wie in Uganda. Julia Held hat sich dort angeschaut, wie diese innovative Baumethode genau funktioniert. Uganda, grüne Perle Afrikas, ein wunderschönes Land mit einem hässlichen Problem. Seinen Abfall nämlich bekommt Uganda kaum in den Griff. Müllberge überall, Mülltrennung, Fehlanzeige, Müllentsorgung, Privatsache. Große Teile des Abfalls werden im Garten verbrannt oder einfach in die Natur geworfen. Das große Problem: über solche Wasserläufe hier wird das ganze Plastik über den Viktoriasee und den Nil bis ins Mittelmeer gespült. Und damit hat Ugandas verfehlte Umweltpolitik also einen direkten Einfluss auf die Verschmutzung unseres weltweiten Ökosystems. Auf einer Müllkippe am Rande von Kampala treffe ich David Monday. Der 33-Jährige hat sich eine Art Recyclingmaßnahme überlegt. Aus den Plastikflaschen sollen Häuser werden. Da hinten bekommen wir unsere Flaschen. Seit 5 Jahren baut David Monday Häuser aus Plastikflaschen. Auf diese Weise wolle er nicht nur günstigen Wohnraum schaffen, erklärt er mir, sondern vor allem den Müll von der Straße kriegen. Die Menschen denken nicht darüber nach, welchen Schaden der Müll anrichtet. Die schmeißen einfach alles irgendwo in die Gegend. Was machst du zum Beispiel mit einer Plastikflasche, wenn du sie ausgetrunken hast? Du kannst es doch eh nur einmal trinken. Danach schmeiße ich es irgendwo hin. Dann doch lieber ein Haus damit bauen, denke ich mir. Wie viele Flaschen brauchen wir für ein Haus? Etwa 10.000 bis 20.000. Das hängt von der Größe des Hauses ab. Also heißt es jetzt, die richtigen Flaschen raussuchen. Nicht alle nämlich eignen sich als Baumaterial. Bezahlt wird nach Gewicht. Etwa 300 Euro umgerechnet kostet uns am Ende die LKW-Ladung. Das reiche, so David, für ein mittelgroßes Haus. Auf der Baustelle angekommen, müssen die Flaschen jetzt mit Erde gefüllt und festgeklopft werden. Wenn man das richtig macht, so David, seien sie stabiler als jeder Ziegelstein. Es muss so hart sein wie diese hier. Okay, wahrscheinlich bin ich mit einer Flasche länger beschäftigt als die anderen hier mit dem ganzen Haus. Dass die Flaschen jetzt als Baumaterial dienen, das mache die Häuser nicht nur günstiger, sondern auch umweltfreundlicher als normale Steinhäuser. Schließlich falle ja auch die Herstellung der Ziegelsteine weg. Leben die Leute denn gern in den Häusern? Am Anfang waren die Leute misstrauisch. Die dachten, das Haus stürzt direkt zusammen. Weil es nur Plastik ist? Ja, genau. Inzwischen hätten sie über 80 solcher Flaschenhäuser gebaut und das Interesse im Land würde immer größer werden. Am Ende geht es bei diesen Häusern aber natürlich nicht nur darum, eine Wiederverwertung für diese ganzen Plastikflaschen hier zu finden, sondern insgesamt ein neues Bewusstsein und ein anderes Verantwortungsgefühl für die Ressource Plastik zu schaffen. Und wenn man den Menschen hier glaubt, dann scheint das auch ganz gut zu funktionieren. Aus dem ganzen Land kommen inzwischen Menschen, um uns Flaschen zu bringen, weil sie wissen, dass wir sie nutzen. Früher haben sie die einfach weggeworfen. Und die Häuser hätten noch einen Vorteil, so David. Der Temperaturaustausch ist sehr gut. Tagsüber wärmt es auf und nachts wird die Wärme freigegeben. Ich muss das bestätigen. Ich habe heute Nacht in so einem Haus geschlafen. Es war wirklich super angenehme Temperatur da drin. Er hoffe, erzählt mir David noch zum Schluss, dass in Zukunft alle Häuser in Uganda aus Recyclingprodukten gebaut würden. Und dass seine Heimat, die grüne Perle Afrikas, ihren Namen irgendwann wieder verdient hat. Und mehr zu dem Thema gibt es für Sie im Auslandsjournal heute um 22:15 Uhr bei uns im ZDF.